Hallo Leute, hier ist der Max. Ich bin auch mal wieder da und ich habe noch ein Thema mitgebracht. Da werdet ihr euch wahrscheinlich an den Kopf greifen und sich denken, wie blöd kann man sein oder wer macht denn sowas? Das werdet ihr heute erfahren und ich habe eine Sache gemerkt die letzten Monate über, ihr mögt solche Geschichten. Wisst ihr, die Biertrinker haben dann quasi Geschichten aus dem Paulanergarten und wir aus der IT haben dann Geschichten aus dem Rechenzentrum, so wie es aussieht. Und ich habe, wie gesagt, müsst ihr euch keine Gedanken machen, ich habe noch mehr als genug auf Lager in dieser Richtung. Ich bin ja auch schon lang genug dabei und wenn euch solche Videos gefallen, dann könnt ihr mir jetzt an der Stelle ein Abo dalassen. Optimale Gelegenheit dazu. Und natürlich, wenn ihr das Ganze schon gemacht habt, ich freue mich jedes Mal, wenn ich bekannte Gesichter sehe und wenn ihr wieder den Weg hergefunden habt. Also White People Happy, um es jetzt mal in Twitch-Emote zu sagen. Heute erzähle ich euch mal, was passiert, wenn man sich eine Wohnung im dritten Stock mietet und versucht, da ein Rechenzentrum reinzubauen, obwohl das Ganze nur äußerst bedingt dafür geeignet ist oder also es äußerst fragwürdig ist, ob das Ganze dafür geeignet ist. Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, wie ich es im Intro schon gesagt habe, wer ist denn so blöd? Wer kann denn sowas machen? Die Antwort ist ganz einfach, mein ehemaliger Arbeitgeber ist so blöd. Ich habe ja früher bei einem Provider gearbeitet, habe ich schon oft genug erzählt, will ich jetzt nicht so lange drauf rumreiten, aber erzähle ich euch gleich. Denn wenn ihr auf der Suche nach einem Server-Hoster und Cloud-Anbieter seid, der sein Rechenzentrum im Griff hat und ich hoffe nicht im dritten Stock irgendwo, wobei, was auch immer, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, dann seid ihr bei Hetzner genau richtig. Ich habe dort auch schon einige Server selbst am Laufen, zum Beispiel das PriceChamp-Projekt ist dort gehostet auf 5 verschiedenen Cloud-Servern und ich habe jetzt persönlich auch schon viele Cloud-Anbieter durchprobiert, waren alle möglichen dabei und für mich ist Hetzner preis-leistungsmäßig schon immer ganz vorne mit dabei gewesen. Ich habe die auch unabhängig von irgendwelchen Sponsorings schon empfohlen auf YouTube und auf Twitch. Und natürlich habe ich jetzt nicht lange überlegt, als sie mich gefragt haben, ob sie denn mal ein Video sponsern können. Hab ich gesagt, natürlich, auf geht's. Und ihr müsst wissen, ihr könnt euch relativ einfach bei Hetzner registrieren und dort innerhalb von ein paar Minuten in der Hetzner Cloud Server anlegen. Für Linux-Fans gibt es auch ein extra Kommandozeilen-Tool. Da geht das Ganze noch schneller. Und man kann Server auch relativ einfach quasi skalieren von einem CPU-Kern bis zu, glaub, bis zu 16 oder 32 CPU-Kerne ging, glaube ich. Das heißt, wenn ihr mal rechenintensive Aufgaben habt, wo ihr einen richtig fetten Server braucht, 32 Kerne, 128 GB RAM, ist das überhaupt kein Problem. Und das Beste ist, ihr seid da nicht einen Monat oder gar 12 Monate dran gebunden. Das Ganze wird stündlich abgerechnet. Das heißt, ihr kauft euch einen richtig fetten Server und dann bezahlt ihr einen Euro, wenn ihr den 2 Stunden benutzt habt und dann wieder löscht. Habe ich auch schon verwendet, ist echt praktisch. Und falls ihr das Ganze jetzt mal ausprobieren wollt, bekommt ihr jetzt als Neukunde 20 € Startguthaben mit meinem Link aus der Beschreibung. Das reicht auch erstmal ganz gut aus, um ein paar kleine Sachen auszuprobieren. Also, schaut mal vorbei. Und wir machen weiter mit dem Rechenzentrum im dritten Stock. Und zwar, das Ganze ist schon eine Weile her. Das ist so aus meiner, ich umschreibe das ja immer ganz gerne als Turnschuh-Admin-Zeit. Und das war die Zeit, wo ich quasi noch wusste, wie jede Lampe im Rechenzentrum blinkt, wo ich jeden Morgen durchgelaufen bin und euch genau, oder euch damals genau sagen konnte, ey, dieses Licht hat heute zum ersten Mal geleuchtet, gestern war das noch orange, heute ist das blau und da stimmt irgendwas nicht. Also ich kannte mich dort in unseren Rechenzentren, wir hatten ja nicht nur eins, relativ gut aus und ich war dementsprechend auch bei recht vielen so Inbetriebnahmen und Einrichten von Rechenzentren dabei. Ich bin in dieser Zeit auch schon an einigen Locations vorbeigekommen. Zum Beispiel war ich mal im DZIX. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist einer der größten Internetknotenpunkte der Welt. Ist unter anderem eine Stelle, wo die sind, also eine Niederlassung ist auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt. War ich schon mal drin und ich überlege gerade, ob ich irgendwas unterschrieben habe, dass ich das nicht erzählen darf. Aber ich glaube nicht. Wenn ihr dazu mal ein Video wollt, ist eine echt interessante Geschichte. Ich glaube auch, vielleicht auch ganz interessant von jemandem zu hören, der da auch schon öfters mal drinne war und sich das ja, schon ein bisschen angucken konnte. Kann ich mal ein Video zu machen, ist echt coole Geschichte. Und mal zurück zum Rechenzentrum. Das war echt eines der Highlights in dieser Zeit, die ich da erlebt habe beim Provider. Und zwar, man hat versucht, in der Innenstadt ein Rechenzentrum aufzubauen und man hat halt nichts gefunden. Und irgendwann ist man dann zu dem Schluss gekommen, wisst ihr was? Wir mieten uns einfach, also richtig massive Big Brain, ist man auf die Idee gekommen, wir mieten uns einfach eine Wohnung. Es war eine Wohnung frei im dritten Stock. Ich hätte jetzt fast die Stadt dabei gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Stadt dabei sagen soll, wo das Ganze war, aber ich versuche das mal zu umschreiben. Wie umschreibe ich das denn jetzt am besten? Ich weiß, exzellente Idee, ich weiß es. Also, ich hoffe, dass Elotrix keine Festplatte auf den Kopf gefallen ist, während wir das Rechenzentrum umgebaut haben. Während er sich damit, frag mich nicht, 14 Mädels gleichzeitig im Whirlpool
vergnügt hat. Ja? Also könnt ihr euch wahrscheinlich denken, welche Stadt das gewesen ist. Und die wollten halt damals ein Rechenzentrum in der Innenstadt aufbauen, beziehungsweise haben das gebraucht für Dienstleistungen, die sie da zur Verfügung bereitgestellt haben. Und was hat man gemacht? Man hat eine Wohnung gefunden im dritten Stock, hat das Ganze gemietet. Und das war halt kein Rechenzentrum, das war eine Wohnung. Komplett mit Teppichboden, Wohnzimmer und allem. Ja, so wie ihr euch eine Wohnung vorstellt. Und da hat man sich dann überlegt, ja gut, da könnte man jetzt halt ein Rechenzentrum reinbauen. Und ich sage euch, Leute, das Ding hatte von der Optik her absolut nichts mit einem Rechenzentrum zu tun. Am Ende, also vor allem schon mal gar nicht, wie ihr euch das jetzt irgendwie auf Bildern so seht, ja. Das war eine ganz normale Wohnung, Teppichboden und Regale drin. Also, es hatte nichts von irgendeinem Rechenzentrum. Und es war eine äußerst abenteuerliche Sache, vor allem was Stromversorgung und Kühlung anging. Das wurde dann noch ein bisschen problematisch und es gab noch mehr Probleme. Zum Beispiel war auch die Statik nicht die beste. Gerade wenn man da schwere Storage-Systeme reinmachen will oder auch eine USV reinstellen. Eine USV ist ja im Prinzip einfach nur ein großer Akku, der die Zeit überbrückt, bis ein Generator anläuft, wenn der Strom ausfällt. Oder eben halt auch, dass man Zeit hat, dass die Systeme runterfahren, wenn der Strom ausfällt oder überbrückt, bis der Strom wieder da ist. Halt einfach, dass nicht so viel kaputt geht. Die Dinger sind halt, Akkus sind halt saumäßig schwer. Guckt euch mal so ein Elektroauto an und wenn ihr ein Rechenzentrum Viertelstunde überbrücken wollt mit Akkus, da braucht ihr auch schon ordentlich schwere Dinger. Und auch Storage-Server voll beladen mit Festplatten sind schwer und auch ohne Festplatten sind die Dinger schwer. Das heißt, das erste Problem war, okay, Statik passt nicht so richtig. Sie haben dann zumindest noch irgendeinen Architekt gefunden, der das Ganze schön gerechnet hat und der hat uns dann eine Ecke, weiß ich noch heute, das ist richtig geil, sie haben die Ecke markiert. Ihr müsst euch das vorstellen, kennt ihr aus so billigen Serien, wo sie immer so die Leichen markieren mit so Kreide? So haben sie da die Ecken für die Storage-Systeme markiert, dass du genau wusstest, wo du die schweren Storage-Systeme hinstellen darfst. Sie haben dann noch eine Metallplatte so alibimäßig auf den Boden gemacht und dann sah das halt auch nicht wirklich professioneller aus, aber man durfte zumindest die Systeme dort aufstellen. Und das nächste Problem war, wie zum Teufel kriegt man die Systeme da rein? Das war teilweise kein Problem. Ja, man hatte da mal 15 oder 20 Azubis am Start. Die konnten einfach, kein Wunder, dass ich damals so dünn gewesen bin. Die haben ja damals einen Felix und mich, Felix kennt ihr vielleicht noch aus irgendwelchen älteren Gamescom-Videos. Die haben den Felix und mich damals immer in Technikräume geschickt oder auch in die einzelnen Racks reinkrabbeln lassen im Rechenzentrum, weil wir die dünnsten waren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Heute würde ich in den Technikraum wahrscheinlich gar nicht mehr reinpassen, vorne vorbei am Switch, ohne dass ich ein Kabel rausreiße. Aber damals haben die uns beide reingeschickt bei sowas, weil wir die dünnsten waren im Team, ja. So ändern sich die Zeiten, ja. Zumindest, also wo bin ich jetzt gerade stehen geblieben? Wir durften das Ganze da reinstellen und die Azubis haben halt zum größten Teil Regale und Server hochgetragen. Das war an sich kein Problem, bis wir dann zum Storage-System gekommen sind. Das ging natürlich nicht. Ich habe letztens ein Video drüber gemacht, wo es drum ging, die schlimmsten Wartungsarbeiten meines Lebens oder sowas. Und um so ein Storage-System geht es hier, also um ein richtig schweres, teures Enterprise-Storage von IBM. Das hat gerade ganz knapp, ja, von der Höhe hat das in die Wohnung gepasst, aber ansonsten vom Gewicht her und so, es war nicht daran zu denken, das durchs Treppenhaus da irgendwie durchzuschleifen. Also, was hat man gemacht? Five-Head-Time, man hat sich einen Kran geholt und hat versucht, das Ding durchs Fenster zu schieben. Das war eine schlaue Idee und eine blöde Idee zugleich. Also Kran hin und man muss das Ding ja schräg durchs Fenster machen, weil nach Hochkant geht es ja logischerweise durchs Fenster nicht durch, so ein großes Storage-System. Das ist vielleicht, keine Ahnung, 2,30 oder so hoch, also das nicht mehr viel Platz bis zur Decke gewesen. Und das musstest du irgendwie schräg durchs Fenster, wollten sie das dann schieben. Leute, ich sag euch, das war echt ein Riesenakt, ja. Und das war wahrscheinlich auch fernab jeglicher Arbeitsschutzbestimmung oder Sicherheitsbestimmung. Also wenn das Ding einem auf den Fuß gefallen wäre, das hätte wirklich wehgetan. Der Fuß, der wäre wahrscheinlich ab gewesen danach. Zumindest haben sie versucht, das Storage-System durchs Fenster zu schieben. Das musst du ja schräg machen, weil hochkant passt nicht. Und auf einmal, krach, Fensterbank ab. Zumindest teilweise, nicht komplett, aber ich meine, so eine Fensterbank von so einer Wohnung ist halt nicht für ein tonnenschweres, es wiegt ungefähr eine Tonne, 1000 Kilo schweres Storage-System ausgelegt. Also, in your face, erstmal Fensterbank ab. Und dann hat man sich entschieden, ich kann mich damals noch dran erinnern, derjenige, der da das Sagen hat, hat gemeint, jetzt ist auch egal, jetzt einfach durch. Jetzt so nach dem Motto, jetzt ist es eh schon kaputt, einfach durch. Also, richtig YOLO-Time angesagt,
einfach durchgeschoben, das Ganze. Wir haben es versucht, irgendwie auf eine Unterlage zu boxieren, dass wir es dann in die Ecke bekommen. Also solltet ihr mal irgendwo in, jetzt hätte ich fast die Stadt gesagt, aber ihr wisst, von der Stadt ich spreche, hoffe ich. Solltet ihr da mal in eine Wohnung ziehen und euer Boden ist komplett im Arsch, ja, und euer Fenster ist komplett im Arsch, dann wisst ihr, vielleicht war da mal ein Rechenzentrum von uns drin. Zumindest haben wir das Ganze hinten in die Ecke geschoben, so in die Markierung hingeschoben, Storage-System. Und es war echt äußerst abenteuerlich, das Ganze. Vor allem, es hat halt auch sehr unangenehm geknackst beim Durchschieben, ja. Ich habe echt gedacht, gleich bricht das ganze Fenster durch. Das war wirklich grenzwertig, äußerst grenzwertig, das Ganze. Die Decke vom Storage wurde auch total verkratzt, aber was soll's, es war durch. Haben wir, wie gesagt, mit 5 Mann oder so das Ding in die Ecke geschoben auf einer Unterlage. Der Boden ist heute wahrscheinlich immer noch kaputt. Und jetzt könnte man denken, Ende gut, alles gut. Na gut, es mussten noch ein paar mehr Sachen durch. Aber als es dann soweit fertig war, kam das nächste Problem. Das Fenster ging nicht mehr zu. Das war echt so Cackweight, scheiße war's. Und natürlich, wenn man sich das Fenster angeguckt hat, es war komplett verbogen unten. Es war kein Wunder, dass es nicht mehr zuging. Das Fenster war im Arsch. Und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, auch für alle, die noch nicht im Rechenzentrum gewesen sind, es ist ganz schön doof für ein Rechenzentrum, wo man normalerweise kühlen muss mit einer Klimaanlage, wenn das Fenster kaputt ist. Das ist nicht gut, ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ab jetzt war ich nicht mehr vor Ort. Ich war da nur einen Tag da. Danach bin ich wieder nach Frankfurt gefahren. Ich habe das um 3 Ecken gehört. Sie haben das irgendwie wieder gefixt. Wahrscheinlich mit ganz viel Schaum oder ein neues Fenster oder was auch immer. Oder einfach nur mit roher Gewalt. Ich weiß es nicht, was sie genau gemacht haben. Zumindest danach habe ich eine Marketing-Lektion fürs Leben gelernt. Und zwar, ihnen ist aufgefallen, dass das mit der Kühlung da drin nicht so geil ist, wie man gedacht hat. Ja, man hätte das vielleicht mal vorher testen können, aber so schlau, also na, auf die Idee ist da noch keiner vorher gekommen. Zumindest, da war es halt ganz schön warm drin. Da war es dann irgendwie 26 Grad und normalerweise, wenn man in so ein Rechenzentrum reinkommt, friert man ein bisschen. Das sind dann eher so 18 Grad. Trend in letzter Zeit ist, man macht es ein bisschen wärmer, dem Umweltschutz zuliebe, aber damals hat man es im Rechenzentrum noch richtig kühl. Und 26 Grad ist auch heute ganz schön viel. Sehr sommerliche Temperaturen in einem Rechenzentrum. Na, das ist nicht normal. Zumindest Big Brain Time Marketing Abteilung. Sie haben das dann verkauft als das erste nachhaltige Öko-Rechenzentrum pro Umweltschutz in dieser Region. Eine Wohnung im 3. Stock mit einem kaputten Fenster. Also, da muss die Idee, also, so mutig musste erstmal sein, so verkauft zu bekommen. Ja, also, wir hatten dann quasi das erste nachhaltige Rechenzentrum in dieser Region. Ehrlich gesagt, ja, eigentlich hauptsächlich, weil das Fenster kaputt war. Aber okay. Und es ist warm drin. Und ich weiß auch nicht, ob das heute noch läuft, ehrlich gesagt. Muss ich euch ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ihr wisst, ich bin da nicht mehr. Wen interessiert, warum? Ich habe mal ein Video zu dem Thema gemacht, kann ich unten auch nochmal verlinken. Ein Video hieß, wenn der Chef dich verarscht, sind ein paar Dinger gelaufen, weshalb ich mit denen da nicht mehr weiterarbeiten wollte. Deswegen weiß ich nicht, was da draus geworden ist, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis, dabei zu sein. Das kann ich euch sagen. Wie gesagt, heute dürfte man das wahrscheinlich nicht mehr so machen, aufgrund irgendwelcher Arbeits- und Sicherheitsbestimmungen. Aber ich könnte mir vorstellen, man durfte das, was erzähle ich eigentlich für Mist, man durfte das damals sicherlich auch nicht so machen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sowas gerade bei ein bisschen kleineren Anbietern heute immer noch gemacht wird. Würde mal interessieren, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht habt in diesem Bereich. Ob solche Sachen heute immer noch gang und gäbe sind. Aber das war schon eine wirklich äußerst abenteuerliche Angelegenheit mit dem Rechenzentrum in der Wohnung. Ja. Aber so Sachen muss man auch mal erlebt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Guckt mal unten bei meinem Hetzner-Link vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. See you.